Gespannt und auch ein wenig aufgeregt lernten sich die Finalisten das erste Mal persönlich kennen. Sie alle haben beim Videowettbewerb Clip My Farm mitgemacht und mit ihrem Video zum Motto Kein Bock mehr auf Klischee versucht, das Image der Landwirtschaft zu verbessern. Dass sie nun auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin einen Preis entgegennehmen können, freut alle sehr, denn die Konkurrenz war groß. Über 150 Videoclips wurden in rund 6 Monaten auf der Website clipmyfarm.de hochgeladen. Viele davon brillierten durch Witz, Humor und tolle Ideen. Angespornt vom Motto des Wettbewerbs und dem lukrativen Preisgeld stürzten sich junge Leute ab 14 auf eigene Rechnung ins Filmgeschäft. So wurde im Sommer 2011 so mancher Hof zum Hollywood-Studio. Ihr Engagement hat sich gelohnt, denn die Aktion fand viel Beachtung. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner ist von Clip My Farm begeistert und sagte direkt zu, die Preise persönlich an die Gewinner zu überreichen. Auch Clara Woltering, Nationalhandballerin und selbst Landwirtin, setzte sich gerne für den guten Ruf der Landwirtschaft ein. Sie hatte daher kein Problem damit, als Schirmherrin für den Wettbewerb zu fungieren. Im Nachhinein können wir wirklich sagen, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat und dass da so tolle Clips bei rumgekommen sind und dass wir wirklich mit den Klischees teilweise die Klischees aufbrechen konnten und da sicherlich einen guten Beitrag für die Öffentlichkeit geleistet haben. Nach dem Kennenlernen rückt der große Moment immer näher. Die Preisverleihung auf der Bühne des Erlebnis Bauernhofs beginnt. Die Nominierten verfolgen gespannt die Vorgänge auf der Bühne, bis sich die Spannung endlich löst und der eigene Name fällt. Der erste Platz und 10.000 Euro gehen an den Film Bauer ist, was du draus machst. Ich bin ne Farmer, bin geboren auf den Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich bin ne Farmer, bin geboren auf den Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau, ich habe gelbe Gummistiefel und ein Zackenloch. Doch wenn die Matsche durch, so kriegt mein Fuß eine. Herzlichen Glückwunsch! Einige möchten ihren Gewinn direkt in den Hof investieren, andere freuen sich über ihre ersten Schritte im Traumberuf. Ja, im Moment noch irgendwie nicht so ganz real, ich weiß nicht, es ist vorhin so ein bisschen zitterig gewesen und jetzt ist, ja Wahnsinn, als ich den Philipp kennengelernt hatte, hätte ich auch nie gedacht, dass er Landwirt ist, weil er, so wie er sich gibt und wie er jetzt ist, diesem Klischee, was man halt so von dem Landwirt hat, einfach gar nicht entspricht und deswegen, ja, haben wir dann diesen Film gemacht. Das wird ja dann auf Facebook und so weiter dann schon verbreitet und dann sehen das Video dann doch ganz viele und dann viele Leute wussten das auch tatsächlich nicht, dass der Philipp Landwirt ist und haben das in dem Video dann gesehen und haben dann gesehen, ach, der macht ja wirklich sowas und dann ja, hat sich das, der Auftrag der ganzen Image-Kampagne dann doch bestätigt. Ja, aber es hat Spaß gemacht und ich würde es sofort wieder machen. Sowas zu unterstützen ist eine tolle Sache. Sonderpreisträgerin Wenke Clausen-Hansen wird schon bald beim NDR Filmluft schnuppern. Also ich mache jetzt ein Praktikum als Mediengestalterin beim NDR in Kiel und ich möchte mal gucken, wie mir das gefällt und vielleicht möchte ich dann auch das beruflich weitermachen. Der Wettbewerb Clip My Farm war ein voller Erfolg. Über 126.000 Besucher zählte die Homepage bislang mit fast 1,3 Millionen Klicks. Auch bei Facebook, Twitter und YouTube werden die Clips munter aufgerufen und geteilt. Kein Wunder, dass die Preisverleihung auf der Grünen Woche in Berlin vor allem eins war: großes Agrarkino.